Und wenn es da auch keine Migranten gibt, würde ich nicht sagen, dass Deutschland narzisstisch ist. Von meiner Seite aus gesehen. Und ich denke, jetzt müssen sich die Leute damit befassen, die sich damit auch auskennen. Nicht einfach Hauptsache irgendjemanden reinlassen, damit Deutschland nicht narzisstisch scheint, ist von meiner Seite auch irgendwo nicht richtig. Es müssen die drin sein, die sich damit auskennen. Auch wenn es Deutsche sind. Im Bundestag sind ja fast alles nur Deutsche, sehr wenige Immigranten. Was halten Sie davon? Also sollen mehr Immigranten? Wenn Sie Qualifikationen haben, klar. Weiß ich nicht. Habe ich mich noch nicht mit befasst. Ich denke mal, es wird nicht unbedingt die Politik gemacht, was das breite Volk unterdessen gerne hätte. Ich gehe mal davon aus, dass es halt gerade die Vertretung der Ausländer in der Politik halt sehr gering ist. Also wenn man sich so anguckt in den politischen Parteien, hat man ja kaum ausländische Mitbürger dabei oder Migranten dabei. Und entsprechend ist natürlich auch die Besetzung im Bundestag sehr gering dann. Warum laufen hier so wenige, ich sag mal, Ausländer rum? Also ist jetzt ein bisschen sehr gedeutscht zu sagen, aber man sieht ja nur Deutsche, wenn man auch im Fernsehen guckt. Und hat es vielleicht irgendeinen Grund, warum es kaum Menschen mit Migrationshintergrund gibt? Können Sie sich irgendwas vorstellen darunter? Warum? Na, ich glaube, dass die Analyse verkehrt ist. In meinem Büro beispielsweise ist ein Mitarbeiter, Martin Jung, der kommt aus Korea und er ist arbeitet da und da gibt es viele. Ist die Schuld der Migranten, dass sie jetzt nicht so gut vertreten sind? Ich würde das nicht für eine Schuldfrage halten. Also haben Sie sehr wenige Migranten hier gesehen, so würden Sie bestätigen? Also in dem Referat, in dem ich arbeite, das Öffentlichkeitsreferat, da habe ich wirklich sehr, sehr wenige gesehen, glaube ich. Direkt aufgefallen ist mir noch gar keiner. Vielleicht, ich kenne auch noch nicht alle, aber es sind wirklich, wenn, dann sehr wenige. Sie haben gesagt, die Parteien sind verschlossen. Denken Sie, dass da eine gewisse Ablehnung gegen Menschen mit Migrationshintergrund herrscht, wenn sie so verschlossen sind gegenüber Ihnen? Also es stimmt leider, dass es zu wenig Bundestagsabgeordnete mit einem Migrationshintergrund gibt. Ich glaube, dass man das auch deutlich verbessern muss, damit die Bevölkerung insgesamt stärker repräsentiert wird. Jetzt wollten wir noch mal ganz kurz auf die Frage zum Pass kommen. Der Doppelpass ist ja in Deutschland nicht erlaubt. Was halten Sie davon? Doppelstaatsangehörigkeit. Ja gut, das ist eine Gesetzesgebung und das steht mir nicht zu. Ich finde schon, dass man das erlauben sollte. Ich finde, das ist sehr sinnvoll eigentlich. Ich verstehe auch nicht, warum es das gibt in so vielen anderen Ländern. Ich weiß nicht, warum es das bei uns nicht gibt. Man sollte sich schon zu einem Land entscheiden. Warum denken Sie das, dass man sich entscheiden sollte, unbedingt für ein Land? Ja, man gehört dazu. Die Frage ist, wo gehört man dazu? Wie ist Ihre Meinung dazu? Ich habe kein Problem. Ich hätte gerne eine Doppelstaatsangehörigkeit, weil ich nicht sehe nicht ein, warum sich jemand da entscheiden soll. Also ich kenne auch Schweizerinnen, die irgendwie noch einen britischen Pass zusätzlich hat und einen amerikanischen. Wo ist das Problem? Eigentlich sehr, sehr ausländerfreundlich ist, wenn ich mal so aus. Ja, im Hintergrund sozusagen. Also wenn man so in die Öffentlichkeit guckt, so im Fernsehen, dann sieht man ja eben kaum jemanden oder eigentlich gar keinen. Also sozusagen die Ausländer so im Hintergrund und dann sagt man, sie arbeiten hier, aber dann, wenn man so guckt, sieht man ja niemanden. Aber vielleicht, also ich kann dazu jetzt nicht mehr allzu viel sagen, aber vielleicht fragen Sie doch mal jemand so vom Besucherdienst oder die Dame, die da läuft vielleicht. Hätten die ganze Zeit, 1-2 Minuten? Wir wollen eigentlich zum Essen. Genau. Ah, ja, das ist super, wir kommen mit. Was machen Sie? Wir machen hier einfach eine Durchfrage. Warum glauben Sie, dass es hier keinen Döner gibt? Weil es keinen Döner gibt. Aha. Weil hier es kein Dönergeschäft ist, sondern hier gibt es die Kantine, bei der die Leute das essen, was hier normalerweise gefragt ist. Vielleicht, wer einen Döner essen will, will vielleicht ein bisschen außerhalb des Hauses. Aber Pommes gibt es doch auch. Pommes gibt es doch genauso. Wieso dann kein Döner? Also die Nachfrage scheint wohl größer zu sein nach Pommes als nach dem Döner. Glauben Sie, wenn wir sagen würden, wir möchten gerne Döner haben und jetzt ein großer Anteil ja sagen würde, glauben Sie, es würde hier eingeführt werden? Ja, wenn mehrere Leute sagen, ich möchte einen Döner haben, der nächste sagt auch, ich möchte einen Döner haben, werden Sie sich das vielleicht überlegen, dass man damit ein Geschäft machen kann. Mhm. Können Sie uns sagen, warum es hier keinen Döner gibt?
Ich meine, es gibt Kartoffeln, es gibt Pommes, aber warum gibt es keine Döner? Gibt es manchmal Döner, auch Keros nach griechischer Art. Ach wirklich? Ja. Also gibt es doch so ausländische Gerichte sozusagen? Ja, gibt es auch. Wir hatten letzte Woche auch asiatische Woche. Ne? Was halten Sie eigentlich von der Integration der Deutschen? Die Integration der Deutschen? Wo sollen sie sich integrieren? Na, im eigenen kulturellen Geflecht. Ja, das wäre natürlich schön, wenn jeder besser Deutsch sprechen könnte und eine größere Kenntnis über deutsche Kultur hätte. Das wäre viel, viel Fortschritt für alle. Nicht umdrehen, meine Frage. Ich habe nicht gefragt, ob die Migranten sich Deutsch lernen sollen oder sich integrieren. Ich habe gefragt, ob die Deutschen sich nicht integrieren möchten. Das habe ich doch gesagt. Nein, Sie meinten, dass jeder Deutsch können soll. Ja, nein, habe ich nicht gesagt. Sondern, dass der Deutsche besonders schön sein Deutsch sprechen kann, dass er über die deutsche Sprache Bescheid weiß, dass er über seine Kultur Bescheid weiß, dass er über die Sitten Bescheid weiß. Das würde ihm viel helfen, zu einer Identität zu finden. Das ist wichtig, weil es gibt ja in Deutschland beispielsweise 3 Millionen Türken und es gibt auch, wie sagen wir mal so, 60 Millionen Deutsche, die kein Türkisch sprechen. Wieso? Also ich meine, müssen Sie nicht auch etwas mehr über die Kultur der Deutschen? Kenntnisse kann man, glaube ich, von niemandem erwarten. Und es ist schön, wenn Leute fremde Sprachen sprechen können, um sich mit anderen Leuten zu unterhalten. Aber jeder kann in seiner Heimat die Sprache sprechen, die er dort gelernt hat, die dort zu Hause ist.